Willkommen im Waldschrein. Jetzt bin ich gespannt. Ups. Geht gut los. Es gibt nämlich ein Problem bei dem Spiel. Bis jetzt. Und ich hoffe, dass sich das jetzt langsam mal ändert. Also ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Aber es ist irgendwie, mir kommt es noch so vor, als ob ich noch in sowas wie ein Tutorial bin. Also noch so die Anfangsphase. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wie viel wir schon geschafft haben. Ich guck mal kurz. Ja, steht nicht. Doch, da unten. 13%. Okay, dann könnte es auf jeden Fall noch anziehen. Es ist irgendwie alles viel zu einfach. Mir kommt es noch nicht so vor, als ob ich noch so schon im Adventure bin, im großen Abenteuer, sondern es ist irgendwie noch wie so eine Anfangsphase. Ja, super. Nehmen wir Stichblatt. Es ist irgendwie noch so wie so eine Anfangsphase. Ja, ernsthaft. Kann ich den überhaupt irgendwie platt machen? Okay, alles klar. Passt. So, als ob ich den ersten Auftrag gekriegt habe, du musst da und da hin. Und um dorthin zu kommen, bin ich halt noch sehr, sehr lange hier unterwegs. Aber das wäre jetzt echt schon zu lange. Ich meine, wir spielen schon, keine Ahnung, über 2 Stunden oder so ähnlich. Willkommen am Waldschrein. Fahrt zur Halle des Emblems geradeaus. Dafür müssen wir aber bestimmt noch einiges tun. Kann ich hier runter? Hier kann ich nicht runter. Da drüben gibt es noch Krüge. Okay. Das könnte jetzt auf jeden Fall ein großer Schrein werden. So. Das ist aber jetzt so der erste Ort, der wirklich so wirkt, wie er wirken soll. Also es kommt mir gerade wirklich so ein bisschen, also das Feeling eines Waldschreins, würde ich jetzt mal sagen. Hallo? Passt. So, das heißt, er macht aber dann beides auf. Achso. Hey, mach wieder zu. Mach wieder zu. Nee, macht er nicht. Hi. Warum gibt es in Waldschreinen immer Totenköpfe? Nein, nicht Totenköpfe, Skelette. Ist euch das mal aufgefallen? Na gut, immer auch nicht. Ey, ich bin jetzt wieder von Zelda ausgegangen. Okay, das Ding könnte riesig werden. Ja, du schon wieder her. So. Da ist eine Kiste. Da ist doch bestimmt ein Schlüssel drin. Jawohl. Schlüssel. Ich glaube, wir kriegen hier sowas wie Pfeil und Bogen. Aber dazu, ich glaube, dazu brauchen wir sowas wie die Tauchschuhe. Eisenstiefel? Keine Ahnung. Weil da unten ist eine Kiste, aber da kommen wir ja im Moment nicht hin. So, also den ganzen Weg wieder zurück. Da geht's noch nicht weiter. Da geht. Hä? Achso, ja, gut. Doch, wir haben ja den Schlüssel. Ich wollte gerade sagen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Aber wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Den wir natürlich auch nutzen. In einer grünen Truhe liegt ein spezieller Schlüssel. Er verfügt über immense Macht und öffnet Türen, die du nicht erreichen kannst. Aha, aha, interessant. Hallo. Was bedeuten denn die Platten hier? Zack. Alles klar, alles klar. Na? Hier komme ich nicht hoch, da komme ich nicht lang. Da ist ein Schalter. Okay, jetzt wird's interessant. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Da geht's auch noch nicht lang. Also doch so Rätsel wie bei Zelda. Da haben sie sich ganz schön was abgeguckt. Also
Es ist nicht zu leugnen, das Spiel ist definitiv von jemand gemacht, der Zelda-Fan ist. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Ich glaube, das hat ein Team gemacht. Also keine Einzelperson oder so. Aha. Gibt's ja auch noch was? Klar, gibt's ja noch was. Sehr schön. Ich kann nicht schneller schwimmen. Schade. Da ist noch eine Tür, die nehmen wir uns gleich vor. Was findet man jetzt? Was findet man jetzt? Das sieht aus wie eine normale Truhe. Ah, gut, Schlüssel. Toll. Was soll ich denn mit dem Schlüssel? Mit dem kann ich im Moment nicht so unbedingt viel anfangen. Wo? Ah, da passiert auch nicht viel. Ach Mann, ach Mann. Gut, dann gehen wir mal hier in die Tür rein, mal gucken, was es hier gibt. Ich weiß gerade nicht, wo ich den Schlüssel benutzen soll, weil noch eine Tür mit Schlüssel habe ich nicht gesehen. Doch, ich habe eine gesehen. Ich finde die Musik echt geil. Ja. Aha, gut, okay. Ziehen wir doch mal schneller. Aber gleich haben wir's. Komm her. Okay. Das war's. Okay, ich habe gesehen, ich hätte ihn auch eigentlich abwerfen können die ganze Zeit. Mit Krügen. Was sind denn das für Dinger? Sind das. Sieht aus wie Zielscheiben, sind aber keine Zielscheiben. Oh, jetzt wird's interessant. Um diese Truhe zu öffnen, brauchst du. Ach Mann! Warum? Warum? Entweder finde ich irgendwas, wo ich nach oben komme. Sowas wie ein Enterhaken. Oder ich finde was, wo ich nach unten ins Wasser kann. Oder. Ach, wir lassen uns überraschen. Keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. So, hier kommen wir auf jeden Fall erstmal raus. Bald schreien außen. Erwischt. Ah. Den nehme ich doch gerne. Wir müssen auf jeden Fall nochmal auf die eine Insel zurück, wo wir den einen an dem, auf der Insel. Auf der Insel, Da war noch so eine kleine Felswand und da war noch so ein Blutstein. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Weil jetzt können wir ja 10 Bomben tragen. Vielleicht gehen die aber wirklich mit den Bomben kaputt. Bin mir da absolut nicht sicher. So, wo sind wir denn jetzt? Nerv mich nicht. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich das gleiche Spielchen spielen und das Wasser absenken. Okay. Dann kann das ja nur hier sein. Zack. Nee. Ich warte immer noch drauf, dass ich irgendwelche Wände wegbomben kann.
Ich kann hier einfach nichts wegbomben. Warum? Und ich kann ja auch keine Lianen, ups, nach oben klettern. Es ist halt schlimm, wenn man Zelda gespielt hat oder Zelda-Fan ist, dann ja, täuscht man sich bei einigen Sachen. Was man eigentlich so gar nicht möchte. Der Schalter zum Senken des Wasserpegels direkt hinter dir. Zack. So, das heißt, wir kommen dann da lang. Okay. Alles klar. Schieben. Zack. Moment, komm mal. Gibt's hier irgendwas für mich? Ah. Nee, hier gibt's nichts. Wie komme ich da oben drauf? Wie komme ich da oben drauf? Ach hier. Wir können das definitiv nicht in die falsche Richtung schieben. Ich weiß aber nicht, wo wir das gerade. Ach so, ah. Okay, alles klar. Der Generalschlüssel. Sehr schön. Dann wieder raus. Ach, ah. Ja, das ist natürlich eine schöne Vereinfachung. Der Bogen. Der verloren geglaubte. Kann ich das irgendwie zielen oder so? Das verloren geglaubte, ich hab's wieder vergessen. Verdammt. Okay, jetzt weiß ich natürlich. Irgendwo war noch so ein, so ein Auge. Zielscheibe, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, dass wir da jetzt gleich hochgeklettert sind oder ob es besser gewesen wäre, den ganzen Weg zurückzulaufen. Weil das hat dann doch immer so ein so eine gewisse Herausforderung, finde ich. Ich finde auch, dass hier alles sehr linear ist. Also so kleine Schwächen möchte man dem Spiel, muss man dem Spiel zugestehen. Definitiv. Was bin ich denn jetzt? Ach so. Warte mal. Jetzt sind wir da am Anfang. Okay. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Von da oben, ne? Hier war irgendwo. War ja noch so ein Ding zum Schießen. Ja, super. Super. Jetzt habe ich keine Bomben mehr am Start. Aber ich glaube, ich kann die wechseln. Also, ich kann die, glaube ich, trotzdem auswählen. Mhm. Ich wusste doch, dass noch irgendwo so ein Teil ist. Heile. Und da drüben ist diese andere Kiste, genau. Die, die ich eigentlich gesucht habe. Das Ding. Hey. Sehr schön, sehr schön. Ein Herzfragment. Yippie. So, jetzt wieder zurück. Ja, und umso mehr Waffen wir finden, umso mehr Backtracking wird es geben, nehme ich an. Aber gut, bis jetzt ist es noch nicht so groß, dass du sagen kannst, das ist schlimm. Ah, das ist ja gemein.
Das ist ja ultra gemein. Dass es schlimm ist. Wer soll denn da drauf kommen? Sol oben, NATO unten. Das Emblem der Erde in der zentralen Halle. Ich weiß jetzt nicht so genau, was mir das jetzt sagen will.